Erdnussbutter plus Vollmilchschokolade ist gleich herrlich auf der Zunge zergehende Pralinen. Hi Mädels und Jungs, ich hoffe euch geht's gut. Ja, in der Vorschau haben wir schon gesehen, was wir heute machen. Lecker Pralinen. Yummy. Bevor wir starten, starte ich eine Aktion. Und zwar wünsch dir was. Das heißt, wenn du ein Wunschrezept hast, ein Gericht oder ein Dessert, dann gehst du auf meine Facebook-Seite, schreibst mir eine private Nachricht, was ich für dich kochen oder backen soll. Und dann recherchiere ich das beste Rezept raus, werde es nachkochen und stelle es hier rein. Bitte nicht sauer sein, falls sich das Ganze mal verzögert und nicht denken, ja, die blöde Kuh macht mein Rezept nicht nach, ne? Bin keine blöde Kuh und ich werde das Rezept machen. Ja, weil ich schon ein paar im Petto habe, ne, und dann kann sich das ein bisschen in die Länge ziehen. Aber keine Sorge, das Rezept kommt. Apropos Rezept, wir starten mal gleich mit den Zutaten. Jo, was brauchen wir? Wir brauchen Erdnussbutter, normale Butter, Butterkekse, dann Vollmilchkuvertüre, etwas Kokosfett oder normales Pflanzenöl, ist wurscht, Puderzucker und diese kleinen Pralinenförmchen. Fangen wir mal an. Als erstes geben wir in einen Topf mal die Erdnussbutter, die normale Butter und den Puderzucker dazu und erhitzen das Ganze auf so mittlerer Hitze. Dabei das vor sich hinschmilzt, zerkrümeln wir jetzt unsere Kekse. Dazu nehmt ihr einfach einen Gefrierbeutel, tut die Kekse da rein. Dann nehmt ihr so einen Männerhauer, Nudelholz und einfach schön drüber, ne? Schön zerklüppeln. Das langt. Jo, schaut schon mal gut aus. Jetzt kommen die Kekse, kommt das da in das da rein. Alles schön reinschütten und alles schön vermengen. Bitte. Das stellen wir uns jetzt kurz zur Seite und jetzt erwärmen wir uns die Gnocchi. Das machen wir über dem Wasserbad. Ja, jetzt müssen wir halt kurz warten. Ne? Jetzt nehmen wir uns die kleinen Schälchen. Nehmen wir uns etwas Schokolade, einfach so in die Mitte, ein bisschen hin und her schwenken und dann nehmt ihr euch ein Blech oder einfach eine Ablage, wo ihr das schön anrichten könnt, also schlichten könnt. Das machen wir jetzt, es wären circa 30 Stück mit der Mengenangabe. Kann auch etwas mehr werden. Also ich rechne jetzt mal mit 30 Stück. Macht euch erstmal 30 Stück vor, weil es muss ja noch die Schokolade oben drüber, damit die Schoki nicht knapp wird. Ne? So, jetzt machen wir die Füllung. Bei der Füllung, bitte müsst ihr achten, dass ihr ziemlich in der Mitte seid. Also nicht am Rand, weil wir wollen keine Schichtpralinen. Wir wollen ja eine schöne Vollmilchpraline mit, ne? Buttercreme. Buttercreme, ja genau. Erdnussbutterfüllung. Also ich zeige es euch am besten. Ne? Learning by doing ist zwar eine Mini-Futzelarbeit, aber es lohnt sich, weil der Geschmack ist der Hammer. Als nächstes nehmen wir uns wieder das Schälchen in die Hand und bedecken es mit der Schokolade. Wieder mal eine Futzelarbeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Quetschzimmer. Ja, ich habe ein bisschen gepatzt. Habe auch nicht gerade die ruhigste Hand. Zum Glück bin ich kein Chirurg. Die lassen wir jetzt komplett auskühlen. Bitte nicht im Kühlschrank. Weil sonst kriegt ihr einen Glauschleier. Einen Grauschleier. Also ne, über der Schoki. Irgendwo an einem kühlen Ort, was weiß ich, am Balkon oder so, weil jetzt ist eh Winter, ne? Das geht dann eh. Und dann, wenn sie komplett ausgekühlt sind, dann könnt ihr sie in eine Tupperware und einfach in den Kühlschrank. Die halten sich 1 bis 2 Wochen. Top. Ja, ich denke, das war's wieder für heute. Falls euch das Rezept gefallen hat, würde mich es freuen für einen Daumen hoch. Werdet auch ein kostenloser Abonnent von mir. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne, arbeitsreiche Woche. Yeah. Bis dahin, einen ganz fetten Ennikus an euch und tschüss!